Und jetzt kommen wir noch zum Highlight des heutigen Vormittags. Wir haben es vorhin erwähnt. Es gibt eine Sonderschau 30 Jahre DTM. Und ich muss jetzt mal vorab auch was loswerden, persönlich. Ja, ich bin mittlerweile seit fast 10 Jahren bei jedem DTM-Rennen oder bei fast jedem DTM-Rennen als Reporter immer Marketing-Einsatz. Und es wird viel geredet, es wird viel diskutiert. Aber all denjenigen unter Ihnen, die vielleicht noch nicht dort waren oder schon länger nicht mehr dort waren, kann ich einen Besuch nur wärmstens empfehlen. Das ist einfach hochklassiger Spitzensport. Das sind drei Top-Marken mit Superfahrern, mit spannenden Rennen, mit unvorhersehbaren Ereignissen, die so ein Rennen wirklich zum Ereignis werden lassen. Der Speed, der Sound an der Strecke, die Atmosphäre mit dem offenen Fahrerlager, da dürfen wir richtig stolz sein, dass wir so eine DTM haben. Und dass sie jetzt Thema der S-Motorshow wird, das finde ich absolut großartig. Und dass wir jetzt noch drei Fahrer der aktuellen Saison da haben, da dürfen wir richtig stolz sein. Und sie sind alle auf ihre Weise top gewesen in diesem Jahr. Sie haben das Beste daraus gemacht. Der eine ist Champion, ja? Was soll man dazu sagen? Der andere ist der bestplatzierte Fahrer seiner Marke. Und der andere ist der beste Rookie, also der beste Neueinsteiger. Und ich meine, das ist eine Presseveranstaltung. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man hier so sitzt. Man ist ja nicht dazu da, um hier einem Ereignis irgendwie da Applaus zu spendieren. Aber wenn Sie wollen, können Sie jetzt durchaus klatschen für Mike Rockenfeller, Christian Vitores und Marco Wittmann. Mike Rockenfeller in Rot, der Champion, Christian Vitores in Grau, der beste Mercedes-Fahrer, und Marco Wittmann, der beste Rookie. Nehmt Platz, Jungs. Ich meine, wir kennen uns so lange von der Rennstrecke. Ich glaube, wir bleiben jetzt mal beim Duo, würde ich sagen, und steigen gleich mal ein. Christian, mit der ersten Motorshow. Ja, kannst du dich noch erinnern an die ersten Male oder ans erste Mal? Ja, was fiel dir denn auf? Ja, absolut. Ich bin seit mehr als 10 Jahren jetzt hier auf der ersten Motorshow unterwegs. Damals, so das erste Mal war, ich glaube sogar 2000 oder 2001, da war ich hier auf der ADAC-Ehrung, als ich meine erste Kartmeisterschaft eingefahren habe. Von daher bin ich ja jetzt in den letzten Jahren sehr oft hier gewesen und kenne mich hier in den Hallen bestens aus. Was hat dich mehr interessiert, die Autos oder die Mädels? Ja, vor 10 Jahren noch mehr die Autos, jetzt eher die Mädels. Okay, so entwickelt sich das. Mike, wie war es bei dir? Man sagt ja immer, das ist so ein Branchentreff. Ja, hier sucht man Sponsoren, hier sucht man Verträge. Ist da was dran? Absolut. Ich glaube, also erstmal hallo zusammen. Ich glaube, dass, ja, ich kann mich erinnern, zur Kartzeiten schon hier gewesen zu sein. Dann im Prinzip die tollen Rennautos gesehen. Die Rennfahrer, die hier waren, die Autogrammstunden gegeben haben, das war für mich ein absolutes Highlight zur damaligen Zeit. Und dann, ja, so das wichtigste Ereignis war eigentlich für mich 2001, wo ich hier hergekommen bin und wo Porsche mir dann mitgeteilt hat, dass ich einen Werksvertrag bekomme im Junior-Team. Das war der größte Schritt damals und ja, deswegen kann ich mich immer gut an die Essen Motor Show erinnern. Es war immer toll, hier Sponsoren zu treffen oder eben mit den Herstellern in Kontakt zu sein. Also man trifft hier Fahrer, Teams, alle Leute kommen hier zusammen. Und aber auch natürlich das Tuning. Also wenn ich überlege, wie viel meiner Freunde hierher fahren regelmäßig und wirklich dann ja, Sachen gekauft haben. Das waren jetzt nicht vielleicht die es direkt am Parkplatz angeschraubt haben, aber auf jeden Fall ist hier immer viel los, es sind tolle Sachen zu sehen und von daher bin ich immer gerne hier und das ist so der Abschluss vom Jahr, von so einem Motorsportjahr eigentlich und eben dann auch im Hinblick aufs neue Jahr. Marco, bist du auch gerne hier? Konntest du dir vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren vorstellen, dass du mal hier oben sitzt, ja, mit anderen DTM-Stars und hier Promotion für diese Messe machst? Eigentlich nicht in dem Sinne, aber ich bin früher schon gern hergekommen als Kind. Bin ja auch selbst Karosseriebauer und Autoschrauber, von daher ist man gern hergekommen, hat sich vielleicht die ein oder anderen Details der Tuner abgeschaut oder überlegt, was man vielleicht auch im eigenen Auto umsetzen kann. Von daher war es immer sehr interessant herzukommen, sich alles anzugucken und ja, bin gerne Gast. Dann sag uns doch mal aus deiner Sicht, welche Art von Tuning macht denn Sinn? Also gut, ich bin persönlich da eher dezent und wenig, ist manchmal mehr. Ich bin jetzt nicht der wo die großen Subwoofer im Auto hat, sondern ich persönlich mag es gern, wenn ein gutes Fahrwerk drin ist und vielleicht schöne Räder auf dem Auto ist, machen das Auto teilweise sehr, sehr schön. Hat einer von euch mal irgendein Teil hier gekauft und rausgetragen und wenn es nur ein kleines war?
Naja, als Werksfahrer kriegt man es ja ohnehin immer geschenkt, also warum soll man das auch machen? Ja. Aber kommen wir zur DTM. Sonderschau, 30 Jahre DTM. Wir haben den Sierra Cosworth da gerade gesehen von Klaus Ludwig. Ich freue mich echt drauf, die alten Autos auch zu sehen und die zu vergleichen mit den Autos, die ihr jetzt fahrt. Frage an dich, Christian. Ich meine, du hast dich auch erst in den letzten Jahren da reingebissen in die Serie. Ja? Was zeichnet denn die DTM so im internationalen Vergleich aus? Ich glaube, dass das Niveau, auf dem die Fahrer und Hersteller unterwegs sind, einfach gigantisch hoch ist. Ich selber habe es ja in den letzten 2 Jahren feststellen müssen, dass es einfach eine Zeit dauert, bis man ankommt. Um erfolgreich zu sein oder um schnell zu sein, muss einfach alles passen in der DTM. Du musst nicht nur eine gute Runde fahren, sondern du musst mehr oder weniger die perfekte Runde fahren, um vorne dabei zu sein. Und das ist das Schwierige in der DTM, da halt eben alles innerhalb 1 bis 2 Zehntel sich entscheidet. Und ja, kommend aus dem Formelsport musste ich mich erstmal auf das Auto einstellen. Es hat länger gedauert, als ich es selber erwartet habe, aber zum Glück hat es in diesem Jahr dann endlich geklappt. Es hat Klick gemacht, der Schalter ist umgelegt worden und jetzt fühle ich mich im Auto wohl und hoffe, dass es dieses Jahr eine Basis war, auf die ich für nächstes Jahr aufbauen kann und dann um die Meisterschaft fahre. Also wenn ein Mann, der schon große Formelrennen GP2 gewonnen hat, dann sagt, dass es da so schwierig ist, dann muss da was dran sein. Mike Rockenfeller ist der Champion, Frage an den Marco, hat denn der Richtige gewonnen in diesem Jahr? Das auf jeden Fall. Also der Michael hat es auf jeden Fall verdient. Er war das ja sehr, sehr stark, konstant, hat, ich glaube, bis auf Hockenheim immer gepunktet, hat auch Siege eingefahren. Also ich glaube, er hat es wirklich verdient und da geht auch von meiner Seite nur mal Gratulation an ihn und an Audi. Und ja, das gilt eher für uns, der Ansporn, nächstes Jahr ihn anzugreifen und ihm das vielleicht nachzumachen. Mike, diese Konstanz, das haben wir jetzt schon öfters gehört, ist aber auch logisch. Nur wer die Punkte zusammenbringt am Ende, wird auch der Champion sein. Welche Erfolgsgeheimnisse gab es denn vielleicht sonst noch? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, DTM ist die Serie, die wirklich so schwer ist, weil einfach 3 Top-Hersteller dort fahren, weil das Material so ausgeglichen ist und weil die Fahrer alle so gut sind. Wir haben da 22 Profis am Start. Da gibt es keinen Paydriver oder Autos, die 2 Sekunden langsamer sind. Und deswegen ist es natürlich auch manchmal schwierig, im Rennen zu überholen oder so und das Qualifying so entscheidend. Also für mich als Fahrer war klar, und das denke ich ist für meine 2 Kollegen hier und für alle anderen auch, man muss konstant sein. Wenn wir uns anschauen jetzt die Champions der letzten Jahre, die Durchschnittsplatzierung, wir haben da heute Morgen ein bisschen drüber philosophiert, am Flug her, das ist eher immer schlechter geworden, die Durchschnittsplatzierung. Ich glaube, das zeigt, wie schwer die Serie geworden ist, weil einfach das Feld viel stärker ist als früher, alles noch näher beieinander ist und da als Fahrer sich durchzusetzen, das ist was Besonderes und von daher, ich glaube, da gibt es wie immer viele Schlüssel. Das Team war gut, mein Auto war gut, ich konnte am Ende dann das Ganze umsetzen, du brauchst hier und da ein bisschen Glück. Also da kommen viele Sachen, um am Ende so eine Meisterschaft dann zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn man sieht, was wir dort bieten für die Zuschauer, dann ist das was ganz Besonderes und deswegen ist es toll, als Fahrer ein Teil davon zu sein und jetzt das zu gewinnen, war natürlich immer mein Ziel. Also ich glaube, das können wir wirklich so verallgemeinern, wenn man die Leute sieht an der Strecke, auf den Rängen, wenn man die Begeisterung der Menschen sieht im Fahrerlager, dann scheinen die Fans wirklich sehr zufrieden zu sein. Wie ist es denn für euch? Nochmal an dich, Mike, du bist am längsten dabei. Was gefällt dir an der DTM? Oder wo sagst du, da sind Bereiche, die könnte man noch verbessern? Gut, man muss immer alles hinterfragen und man muss sich immer wieder selber ja, durchleuchten und sagen, was kann man besser machen? Da gibt es immer Sachen, ganz klar. Aber ich kenne auch ein bisschen das Formel-1-Umfeld, als ich früher Supercup gefahren bin. Das heißt, ich weiß auch, wie das da ist. Und was bei uns sicher was ganz Besonderes ist, ist einfach die Nähe zu den Fans. Bei uns können die Leute im Fahrerlager rumlaufen. Wir haben da Massen an Zuschauern, wo es manchmal als Fahrer schon schwierig ist, da durchzukommen, von A nach B zu kommen. Aber ich glaube, das ist was Wichtiges, ja, dann natürlich für die Leute, die Eintrittspreise, die zu bezahlen sind. Also das sind alles so Dinge, wo die DTM, glaube ich, seit Jahren Wert drauf legt. Wir als Fahrer, oder was für mich natürlich entscheidend ist, sind, dass es sichere Autos sind, dass es sportlich auf höchstem Niveau zugeht. Das ist natürlich auch ganz was Schönes. Ich glaube, kein Fahrer möchte ein Rennen oder eine Meisterschaft gewinnen, die er quasi
auf der linken Arschbacke einfahren kann, sondern wo man richtig Gas geben muss. Und deswegen, ich glaube, das ist Sport auf höchstem Niveau und das lohnt sich auf jeden Fall für jeden, dorthin zu kommen und das sich anzuschauen. Deswegen haben wir auch, glaube ich, so ein hohes Interesse an der DTM. Klar, und kleinere Stellschrauben, die wird man immer finden. Da wird auch über den Winter wieder dran gearbeitet werden. Da werdet ihr auch ab und zu mal gefragt, ja, und das fließt dann ja auch wieder ein. Man kann das nicht nachvollziehen, ja, als Laie, wie sich das anfühlt, in so einem Auto zu fahren, mitzufahren. Ja, diese Chance haben auch die allerwenigsten. Es gibt aber jetzt ein Computerspiel, ein Game, die DTM Experience, die man sich im Internet runterladen kann. Dann kann man sofort zu Hause am Computer spielen. Christian, du hast es schon ausprobiert. Du bist auch so ein Gamer. Du, glaube ich, machst das ganz gerne auch privat. Erzähl uns mal, wie du das Spiel findest. Absolut. Ich spiele es schon seit mehreren Jahren zu Hause und auch online mit meinen Freunden, mit meinem doch mehr oder weniger jetzt groß gewordenen Fanclub. Treffen uns im Internet immer online und zocken eine Runde. Und jetzt natürlich das aktuelle DTM-Spiel. Ich habe es zum ersten Mal vor knapp 2 Monaten auf der Messe gefahren und war absolut beeindruckt von der Grafik. Das ist mal das Erste, was absolut genial ist. Das Auto ist 1:1 nachgestellt. Auch die Sicht aus dem Cockpit heraus ist wirklich gelungen. Man sieht sein eigenes Auto. Also sogar die Helmlackierung ist von jedem Fahrer angepasst. Von daher ist die Grafik mal herausragend. Aber auch was die Physik von dem Auto angeht, ist, denke ich, sehr gelungen. Das Auto fühlt sich sehr realistisch an. Natürlich ist es ein Computerspiel, aber es ist mit Sicherheit das Beste, was momentan verfügbar ist. Und dieses Spiel kann man hier auf der Essen Motorshow eben auch erleben. Es wird ausgestellt auf dem DTM-Stand. Bis dahin, und das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte, auch für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, können alle, die sich das Spiel runterladen und eine schnelle Zeit hinlegen, sich bewerben und dann eben Tickets gewinnen für die Essen Motorshow. Also auch hier eine sehr gute Partnerschaft zwischen DTM und der Essen Motorshow. Wir kommen mal nochmal zurück jetzt auf die Messe an sich. Die DTM ist eine sogenannte Silhouettenserie. Das heißt, die Autos, die wir dort sehen, sehen so ähnlich aus, ja, wie ein M3, ein A5 oder ein C-Klassen-Coupé. Aber wie viel Motorsport, Marco, steckt denn eigentlich drin in euren Autos? Was würdest du sagen? Also gut, man kann auf jeden Fall erkennen, dass teilweise die Technik oder Teile aus dem Motorsport schon in die Serie eingehen. Es werden immer wieder Autos aus Carbon gebaut, wie zum Beispiel jetzt bei uns mit dem neuen i3 und i8. Also es gehen gewisse Sachen mit Sicherheit vom Motorsport in die Serie und auch die Serie hilft vielleicht dem Motorsport weiter. Also es ist so ein Geben und Nehmen mehr oder weniger und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall hilfreich ist. Ist es bei euren Marken auch so, Mike, Christian? Gut, bei uns, wir haben ja zwei Programme auch und Le Mans ist da sicher der Teil, der den größten Technologietransfer aus dem Motorsport in die Serie bringt. In der DTM, glaube ich, kann man sein Auto wiedererkennen, was man auf der Straße fährt, im Gegensatz zur Formel 1 oder jetzt zu Le Mans, die Prototypen. Das ist das Interessante. Audi hat jetzt nach dem Sieg in diesem Jahr in der Meisterschaft, gibt es eine kleine Sonderserie von 300 Autos A5, wo man eben noch etwas dynamischeren Look erzeugt mit einem Heckflügel und so. Also natürlich werden da Dinge ausgetauscht, also Technologie in einem, aber natürlich auch der Look, die Sportlichkeit, das Image. Also ich glaube, dass das ganz klar ist, sonst würden wir das ja als Hersteller oder die Hersteller nicht machen. Bei Mercedes sicherlich auch ein paar Sondermodelle oder würdest du sagen, eher schwierig, die DTM zu vergleichen mit der Serie? Naja, absolut. Unser C-Coupé, das wir in diesem Jahr eingesetzt haben, ist basierend auf dem Auto, das auch im Straßenverkehr eingesetzt wird, gerade natürlich auf der AMG-Version. Dem 6,3 Liter. Von daher ist natürlich die Seriennahheit absolut gegeben. Ich denke, das kann man auch von außen so sehen. Ich denke, das ist auch der große Unterschied der DTM wiederum zur Formel 1. Hier kann sich der Fan mit dem Auto, das er auch zu Hause in der Garage stehen hat, identifizieren und sieht sein Auto dann auch auf der Rennstrecke fahren und auch gewinnen. Klingt gut. Ihr seid alle in eurer Markenuniform hier heute hier. Ihr seid Markenbotschafter. Wie fühlt euch das aus? Wie muss man sich das vorstellen, Christian? Zuerst mal mit sehr viel Freude. Damals, als ich im Kart unterwegs war, war es immer der große Traum, mal den Mercedes-Stern auf der Brust zu tragen. Und jetzt vor 4 Jahren ist es dann endlich so weit gekommen, dass ich werkseitig für Mercedes Motorsport betreibe. Und das erfüllt mich erstmal mit Freude. Ist natürlich gleichzeitig auch sehr viel Druck. Man muss die Leistung bringen auf der Strecke. Man möchte für sein
für die Farben natürlich die bestmögliche Leistung abrufen. In diesem Jahr ja, haben wir versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Das war leider nur Position 4 in der Meisterschaft. Aber ich denke, ein Rückschlag oder eine Niederlage kann auch immer wieder ein Grund sein, aufzustehen und noch motivierter zu sein, um nächstes Jahr wieder anzugreifen. Ich denke, Audi hat es im letzten Jahr gezeigt. Da hatten die eine relativ schwierige bedeutende Saison und ähnlich ging es uns in diesem Jahr. Und ich denke, dass alle bis in die Fingerspitzen jetzt schon wieder motiviert sind, jetzt mit Hochdruck an einem neuen Auto arbeiten werden, dass wir nächstes Jahr wieder da sind, wo wir hingehören. Ja gut, also es sind natürlich viele Dinge neben der Rennstrecke, die man auch macht und das ist ganz klar. Und Essen Motor Show zum Beispiel werden sicher auch ein paar Tage oder Termine sein für mich, wo ich bin. Aber das ist weniger Pflicht, sondern mehr Spaß, weil man eben die Sachen, die wir vorher angesprochen hat, die Leute hier trifft, Autogrammstunden gibt und so weiter. Und das sind alles Dinge, die man natürlich macht. Gerade jetzt in der Winterzeit, aber auch während der Saison, Autopräsentation und. Das gehört dazu und das macht ja Spaß, da trifft man interessante Leute und fährt schöne Autos meistens. Also von daher, was gibt Schöneres? Was würdest du sagen, Marco, wenn man jemand empfiehlt, hierher zu kommen, der noch nie da war? Ja, was erwartet einen hier? Ich glaube, es sieht auf jeden Fall viele schöne Autos, trifft schöne Frauen, das stimmt auf jeden Fall. Trifft aber auch prominente Leute oder kann vielleicht auch wirklich, wenn Mike oder wir Fahrer eben bei einer Autogrammstunde dabei sind, Autogramme erhalten. Sieht viele Tuning-Autos, aber eben auch Rennwägen. Von daher, ich glaube, der wird auf jeden Fall viel Spaß haben. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck bekommen, auch wie die Profis aus der DTM die Essen Motorshow sehen, ja, welche Verbindung es gibt zwischen der Rennserie und den Produkten und was uns auf der Sonderschau 30 Jahre DTM erwartet. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Minuten für Sie, meine Damen und Herren, und ich hoffe, Sie haben vielleicht noch ein paar Aspekte oder ein paar Fragen, die wir hier ansprechen können, was wir natürlich auch im direkten Gespräch hinterher auch noch gerne machen, aber ich würde in diesem Fall sagen, bitte einfach Hand hoch, wir haben ein Mikrofon hier bei einem Kollegen hier auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen und wir würden uns freuen über ein paar Fragen, die wir jetzt an die Fahrer, aber auch an unsere vorherigen Gesprächspartner hier oben weiterreichen können. Ja, ich habe in der Tat eine Frage. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Meisterschaft. Aber wenn ihr so untereinander die Köpfe zusammensteckt, ist es nicht mehr eine süddeutsche Meisterschaft? Wünscht ihr euch nicht noch einen Gegner Nummer 4 und Nummer 5? Also an Hersteller, an Gegner Nummer 4 oder 5. Ja gut, was heißt wünschen? Also ich glaube, jeder ist ja herzlich willkommen als Hersteller, um gegen uns anzutreten. Ich denke, dass aus Fahrersicht das Entscheidende ist, dass es ein Sport auf ganz engem Niveau ist und das ist gegeben. Und ich glaube, das würde sich nicht ändern grundsätzlich. Für die Zuschauer, das müssen die entscheiden oder ob mit mehr Marken das Ganze irgendwie sich verändern würde. Ich glaube aber, dass es für uns Fahrer oder dass es andere Meisterschaften gibt, wo mit wenig Herstellern, zum Beispiel NASCAR, wo die Fahrer eben sehr im Vordergrund sind, wo man das nicht unbedingt braucht. Und auch in der Formel 1 als Beispiel muss man auch überlegen, wie viele Automobilhersteller gibt es da wirklich, die sich engagieren. Also ich glaube, wir haben die drei Besten. Und das ist entscheidend und es wäre schön in Zukunft, wenn der ein oder andere noch dazukommt. Ich denke, da gibt es ja Anregungen und Ideen und Möglichkeiten. Also wie gesagt, wir würden uns freuen, oder ich als Fahrer, umso mehr Gegner man hat, umso mehr Vielfalt man hat, ist sicher kein Nachteil.